Hallo und willkommen. Willkommen auch zurück für diejenigen, die schon andere Videos von mir gesehen haben. Ich bin Miguel und wäre es nicht toll, wenn man in Studioumgebungen, in denen man einen einfachen, neutralen, gleichmäßigen Hintergrund hat, einfach einen schönen Spot einbauen könnte, der das Auge nochmal auf das Motiv hinlenkt und an den Rändern das Bild schön durch Abdunklungen eher abschließen lässt? Klar. Ganz einfach ist es zu machen in der Fotografie, indem ich einfach hinten einen Spot hinstelle, einen Blitz hinstelle. Nicht immer aber ist das so ohne weiteres möglich. Und das kann auch ziemlich kompliziert werden, selbst wenn ich diesen Blitz habe und diesen Spot dahinstelle. Denn sobald ich meine Position ändere, würde der nicht mehr wie in diesem Bild zum Beispiel schön hinter dem Gesicht meines Protagonisten sein, sondern würde sich mit meiner Position verändern, so dass ich den ständig nachstellen müsste, was sehr, sehr lästig sein kann. Schön wäre es also, wenn wir das in manchen Situationen auch einfach in Photoshop lösen könnten. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir also dieses Beispielbild, wo wir einen fotografischen Spot gesetzt haben. Das heißt, das hier kommt nicht aus der Bildbearbeitung, sondern das ist wirklich ein Spot, der eine echte Beleuchtung in diesem Bild war. Und da habe ich nichts mehr an diesem Hintergrund im Photoshop da diesbezüglich gemacht. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen mal dieses Beispiel, wo ich einen sehr neutralen, ziemlich gleichmäßigen Hintergrund habe. Ich habe fast schon einen Spot eher hier in der Mitte, dass es hier eher ein bisschen dunkler wird. Und da habe ich in Photoshop gezaubert und mache jetzt mal den Spot on. So sähe das Ganze aus, wenn wir einen Hintergrundspot hätten. Und wie das geht, machen wir jetzt Schritt für Schritt. Ich habe ja extra ein paar Einstellungsebenen drüber gelegt über dieses eigentliche RAW-Bild, das ist eigentlich ein unbearbeitetes Bild, damit wir einen anderen Ausgangspunkt haben, damit wir nicht von dem flachen Bild ausgehen, sondern von einem Bild, das schon ein paar Ebenen hat, wie es ja normalerweise sein wird, dass ihr da Retuschen und so weiter drin habt. Und dann solltet ihr eine Ebene erstellen, die genauso aussieht wie alles, was ihr jetzt schon gemacht habt, also eine Ebenenkomposition quasi aus allem, was vorher schon passiert ist. Das geht in Windows bei mir mit der irrsinnig komplizierten Tastenkombination Steuerung, Alt, Shift und E. Ihr könnt natürlich auch die ganzen Ebenen nehmen, kopieren, zusammenfügen auf eine Ebene. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall habt ihr jetzt hier eine Ebene, die dem aktuellen Stand des Bildes entspricht. Wenn ich das hier ein- und ausschalte, kein Unterschied, denn das hier entspricht genau dem, was ja auch drunter ist. Als erstes brauchen wir jetzt eine Auswahl. Eine grobe Auswahl reicht uns eigentlich. Wir machen das jetzt zum Beispiel über die Maske. Ich lege mir eine Maske an, wähle mir die schwarze Farbe und den Pinsel und male jetzt hier mal relativ grob eine Auswahl ins Bild. Ich habe heute extra mal nicht den Stift genommen, deswegen fällt mir das Malen heute nicht ganz so leicht und es geht nicht ganz so schnell von der Hand. Aber dann bin ich auch nicht so unruhig im Video, weil ich den Stift ständig bewege. Und ihr müsst nicht immer einem durch die Gegend hüpfenden Mauszeiger folgen. Es sei denn, der soll auch hüpfen. So, haben wir eine grobe Auswahl. Können wir noch mal ein bisschen kontrollieren, ein bisschen nachmachen. Aber im Grunde ist das erstmal noch nicht ganz so wichtig, wie exakt die ist. Das sehen wir dann später. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu dem Spot-Effekt. Und dafür gehen wir hier per Doppelklick in die Ebenenstile. Doppelklick einfach auf die leere Fläche, nicht auf den Namen hier, sonst würde er die Ebene umbenennen. Und auch nicht hier vorne drauf, manchmal, wenn das ein Smart Object zum Beispiel ist, kommt in ein Smart Object rein. Also auf eine leere Fläche doppelklicken, kommen wir in die Ebenenstile. In den Ebenenstilen gibt es jetzt hier eine Verlaufsüberlagerung. Wenn ich die anwähle, wird die auch gleich angehakt. Und ich befinde mich hier rechts in dem Menü, wo ich auch die
Details dazu einstellen kann. Hier sehen wir jetzt schon, wie relativ ungenau meine Maske war. Aber wie gesagt, nicht so schlimm. Wir gucken mal, wie das dann wird. Im Moment sieht das noch eher blöd aus. Zum einen haben wir hier einen falschen Verlauf und zum anderen sieht das doch alles noch sehr, sehr künstlich und sehr, sehr unsauber aus. Sorgen wir erstmal für den richtigen Verlauf. Dafür ändern wir hier diesen Verlauf, nicht hier, sondern hier unter Art, linear auf radial. Und schon haben wir einen Radialverlauf, also einen punktförmigen Verlauf, einen kreisförmigen Verlauf. Der ist jetzt dummerweise genau falsch rum. Wir würden jetzt einen schwarzen Spot kriegen und weiße Ränder. Wir wollen ja einen Beleuchtungsspot. Der ist ja eher hell und die Ränder dunkel. Also das genaue Gegenteil. Deswegen werden wir ja ganz einfach umkehren, das Ganze. So, jetzt sieht das schon wesentlich eher wie ein Spot aus. Die richtig coole Funktion, die kaum einer kennt übrigens dabei ist, ihr könnt jetzt hier auch in das Bild fahren. Und jetzt seht ihr, der Mauszeiger verwandelt sich in so ein Kreuz, in so ein Richtungskreuz. Und jetzt kann ich hier klicken und halten. Und kann jetzt den Punkt, wo sich dieser Spot befindet, über das Bild verschieben. Und das geht auch später noch. Das ist non-destruktiv, wenn ihr die Datei hier so behaltet. Könnt ihr immer wieder in die Ebenenstile rein und diesen Punkt verschieben. Ich mache das unheimlich gerne. Ich finde das wahnsinnig cool. So, sagen wir mal, wir wollen den Spot da haben. Wir können jetzt hier über Skalieren diese Größe des Spots noch bestimmen. Ich mache ihn mal so mittelgroß in diesem Fall. Über den Winkel können wir so ein bisschen, warum auch immer, die Ausbreitung noch einstellen. Ich habe festgestellt, dass es zur Kontrolle, also zu einem Spot, den man gut kontrollieren kann, ganz nützlich ist, den Winkel auf 0 zu haben. Aber wir könnten natürlich auch mit anderen experimentieren, je nachdem auch, was ihr für ein Bild habt und was ihr erreichen möchtet. So, und sagen wir mal so, ist unser Spot jetzt. Wir wollen es ja nicht zu auffällig, aber es soll nicht zu klein werden. Das soll schon ein schöner Verlauf sein. Jetzt sieht das natürlich immer noch sehr ungenau und immer noch sehr gekünstelt aus. Der Trick ist jetzt hier, die Füllmethode nicht auf normal zu lassen, sondern die Füllmethode auf zum Beispiel weiches Licht zu stellen. Ihr könnt auch andere Sachen ausprobieren, ineinander kopieren zum Beispiel, je nachdem, was ihr für ein Bild habt und was ihr für einen Effekt wollt. Bei ineinander kopieren sieht man jetzt hier, dass der Effekt deutlich stärker ist. Ich hätte jetzt hier aber auch eine deutlich genauere Maske machen müssen. Also jetzt sieht man hier schon die Fehler in der Maske. Ich nehme meistens weiches Licht, weil das weniger auffällig ist und ich da auch die Maske nicht ganz so genau machen muss. Stellen es auf weiches Licht und haben hier schon einen ganz hübschen Spot-Effekt. Wenn wir gleich sehen, wenn wir mal das Vorher-Nachher machen. Ich sage okay, kann jetzt hier die Maske noch ein bisschen nachbearbeiten, wenn ich das möchte. Hier unten sehen wir zum Beispiel, dass es hier nicht so schön geworden ist, dass man das hier ganz stark sieht an den Rändern. Aber kein Problem. Dann machen wir hier die Maske ein bisschen genauer. So, aber am Rest sieht man schon, dass es hier überhaupt nicht auffällt, dass ich hier eine sehr ungenaue Maske gemacht habe. Also in den meisten Fällen ist es sogar ganz praktisch, eine eher ungenaue Maske zu malen. Wollt ihr eine sehr genaue, bietet sich für sowas hier zum Beispiel auch sehr gut das Schnellauswahlwerkzeug an, weil wir einen ziemlich gleichmäßigen Hintergrund haben. Das lässt sich in der Regel gut freistellen, auch mit dem Schnellauswahlwerkzeug in wenigen Sekunden. Aber so eine sehr genaue Maske kann eben auch ein bisschen nachteilig sein, wenn man dann so Übergänge schneller sieht als bei einer eher weichen, groben Maske. Probiert aus, was für euch am besten funktioniert. In den meisten Fällen funktionieren für mich diese groben Masken besser. In manchen besonderen Fällen oder wenn man sehr starke Unterschiede in der Helligkeit haben möchte, dann ist eine genauere Maske eventuell besser. Ich sehe gerade auch noch hier, dass wir hier im Armbereich auch noch so leichte Halos haben. Da können wir noch mal rüber gehen. So. Und jetzt schalte ich das Ganze mal ein und aus. Ich könnte jetzt entweder den Effekt ausschalten. Das hätte dieselbe Wirkung oder die ganze Ebene. Ich mache es da einfach halber jetzt über die ganze Ebene. Und dann sehen wir ja wieder die Ebenen hier drunter, die ja vorhin noch den entsprochen haben. Dann haben wir jetzt hier also wirklich den Vorher-Nachher-Effekt. Und da sieht man sehr gut, dass wir jetzt einen richtig schönen, klassischen Spot haben. Ein Beleuchtungsspot. Und wie erwähnt, können wir den jederzeit noch bearbeiten, indem wir einfach auf Verlaufsüberlagerung wieder doppelt klicken. Und jetzt könnte man hier den eben noch skalieren zum Beispiel oder verschieben. Je nachdem, wo man seinen Spot legen möchte, ob man den mehr aufs Gesicht legen möchte oder mehr auf den Oberkörper oder vielleicht auf dieses Band hier. Und man könnte auch die Deckkraft jetzt noch verringern. Wenn einem das zu stark ist, kann man das auch wesentlich dezenter noch machen.
jede Menge Möglichkeiten. Differ anschalten würde ich empfehlen. Sorgt dafür, dass es hier keine Treppenkanten gibt oder so. Das sollte in dem normalen Fall eigentlich ohnehin nicht vorkommen. Aber je nachdem, wie der Verlauf ausfällt und in was er dann speichert, kann das eher mal kommen. Deswegen den Differ anschalten würde ich empfehlen. Kann im Grunde nicht schaden. Fügt dann so ein leichtes Rauschen im Grunde hinzu. Macht das Ganze auch ein bisschen natürlicher. Jetzt habe ich auf dem Bild gemalt und nicht in der Maske. Weil ich hier gerade gesehen habe, dass die da auch noch ein bisschen Halos haben. So, und teilweise sehe ich jetzt schon Halos, wo gar keine sind. Also so schlecht ist meine Maske nicht. Der Effekt ist ziemlich, ziemlich unauffällig. So, und ihr seht, es hilft, wenn man so helle Stellen hat, hier ruhig drüber malen. Das merkt man da nicht, diesen Übergang. Aber diese hellen Stellen merkt man halt teilweise. Wie gesagt, probiert aus, was euch am besten gefällt, wie es euch gefällt. Macht's nicht zu genau. In den meisten Fällen wird das kein Mensch sehen. Wenn euch das gefallen hat und wenn euch das geholfen hat, wenn das interessant war, lasst mir ein Like für den Kanal da, lasst mir ein Like für dieses Video da. Schreibt gerne einen Kommentar, schreibt gerne, wo ihr Bilder benutzt habt, zeigt mir Bilder, wo ihr es benutzt habt und lasst mich auch gerne wissen, was euch noch so interessieren würde, was für Videos ihr gerne noch sehen würdet. Ich bin immer für Input dankbar und mache dann gerne auch mal ein Video, wenn sich das machen lässt. Bis zum nächsten Mal, euer Miguel. Ciao.